Ich möchte mit dir zusammen ein Pasta-Gericht machen, ja, weil ich finde, das ist eine gute Grundlage, einfach und sehr, sehr lecker zu kochen. Okay, sollen wir mal machen? Ja, kann man machen. Alles klar, dann machen wir ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Schalotten und die Tomaten halbieren. Okay. Margot kennt sich auch in der italienischen Küche aus. Zwiebeln, Knoblauch und Kirschtomaten schneiden, Knoblauch anbraten und eine Prise Zucker, damit das Ganze hier schön karamellisieren kann. Kraftig, ne? So. So, und das ist ganz wichtig, das könnt ihr hier sehen. Der Knoblauch, der muss schön, schön braun sein. Damit der schön karamellisiert, dann bekommt er so eine schöne mandelige Note. Jetzt lösche ich einfach die angeschwitzten Schalotten mit den Kirschtomaten ab. Ein Schuss Weißwein und noch etwas darf nicht fehlen. Jetzt geben wir so ein kleines bisschen von der geschälten Tomate da rein. So, zwei Löffel, mehr nicht. Und du kannst jetzt mal eine Handvoll Spaghetti kochen schon, ja? Die Nudeln kommen ins kochende Salzwasser. Während der Kochprofi die nötigen Scheiben von einem ganz bestimmten Parmesan schneidet. Ich mag es immer sehr, sehr gerne alt. A, bin ich alt und B, ist dann der gemeiste Geschmack in dem Käse. Und ich bin auch laktoseintolerant. Das heißt, je älter der Käse gereift ist, desto weniger Laktose ist in dem Käse. So, und dann gehst du hier hin. Wichtig ist, dass die Nudeln nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt werden, weil die Nudel hat jetzt einen Stärkefilm. Und der Stärkefilm hilft, dass die Soße an der Nudel haften bleibt. So, guck mal, und jetzt geht man einfach hier so durch. Olivenöl da drauf, ne? Genau, etwas. Oh, guck mal hier. Der Kollege hat richtig Ahnung. Das ist toll. Olivenöl, frischer Pfeffer, Rucola und Parmesan geben dem Gericht den letzten Schliff. Lene! Avanti! Essen ist fertig. Schau mal. Original italienisches Spaghetti. Sehr schön. Eine Portion für euch. Einfach zum Probieren. Vielen Dank. Da wollen wir die vorbereiten. Schmeckt's euch? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja? Die Spaghetti, die wir gerade gekocht haben, das gab es ja vorher gar nicht, so Nudeln. Und Spaghetti war super lecker, war halt mal komplett was anderes. Und kann ich mir vorstellen, dass wir es auch weiterhin so auf der Karte stehen haben. Ihr müsst zusammen bis morgen eine Speisenkarte kreieren. Wir haben ja morgen das große Finale. Mhm. Und ihr habt morgen auch eine große Gruppe. Ja. Wie viele Personen sind das? Circa 50 bis 60. Gut, dann haben wir 60 Personen plus die 20 Testesser, brauchen wir 80 Personen. Am besten dieses Gericht, was wir gestern gemacht haben. Rübenmus mit Mettwurst und Kassler für morgen. 80 Personen. So, für die Testesser kommt aber noch eine Vorspeise dazu. Mhm. Und dann denken wir uns ein Dessert aus, vielleicht eine rote Grütze kochen oder sowas. Ein paar Waffeln dabei, müssen wir noch ein paar Waffeleisen besorgen. Also machen wir schön Waffeln mit rote Grütze und eine Kugel Eis dabei. Ja, das geht's. Alles kriegen gut. Wir hin. Und dann. Gut. Alle sind hoch motiviert. Margot testet auch gleich neue Gerichte, während Lene die weitere Planung angeht. Fleißig, fleißig. Ja. Was machst du? Ich schreibe mir einen Plan, wie das morgen laufen soll und was wir noch so vorhaben und was wir mit Margot noch machen müssen. Ihr habt morgen nicht nur ein Catering, sondern ihr habt morgen zwei Gesellschaften. Einmal das Testessen und einmal das Catering. Ist eine mega Anforderung, aber wenn du das schaffst, dann bist du wirklich ganz weit vorne und dann hast du auch meine Hochachtung. Hast du Personal? Ja. Denke mal dran, wenn Mitarbeiter zu einem Team gehören, auch die nur sporadisch kommen oder auch die jeden Tag kommen, sie möchten geführt werden. Es ist wichtig, dass du weißt, wovon du sprichst, damit die Mitarbeiter, anders als in der Vergangenheit, dich auch ernst nehmen. Ja. Ja. Du vertraust immer so auf mich und sagst nie, wie du was haben möchtest. Und letztendlich, wie ich es dann mache, gefällt es dir dann doch nicht. Anstatt dann gleich zu sagen, so und so will ich das haben. Das ist die Chance für dich. Die werde ich auf jeden Fall nutzen. Das will ich hören. Wer nicht mitzieht und wer mich nicht in Zukunft ernst nimmt, der kann dann einfach gehen. Dann passt er einfach nicht mehr ins Team rein. Lene will durchgreifen. In der Küche wartet eine Überraschung. Jo! Sit up! Ja. Ey, hast du die gemacht? Ey, guck dir das mal an. Spitze, ne? Ja. Flammkuchen à la Margot. Das kommt an.
den finde ich richtig gut, weil er auch einfach von den Farben bunt mal was anderes, nicht dieser Standardflammkuchen. Mhm. Richtig, richtig gut. Auch der Nachtisch für den großen Abend soll frisch zubereitet werden. Rote Grütze. Also es gibt da sicherlich die verschiedensten Formen, aber ich zeige dir jetzt, wie man es richtig macht. So, als erstes karamellisieren wir Zucker. Dann machen wir so ein bisschen wie Zuckerwasser. Und dann lassen wir das einkochen und dann karamellisiert der Zucker gleichmäßiger. Siehst du, guck mal, jetzt habe ich ein bisschen Wasser drin. Jetzt ist der Zucker aufgelöst. Jetzt lasse ich den Zucker verkochen und dann karamellisiert das sofort sehr, sehr gleichmäßig. In der Zeit fangen wir schon mal an. Wir brauchen einen Soßenansatz. Der wird gekocht. Und wenn der gekocht wurde, ziehen wir ihn vom Ofen und dann kommen die Früchte hinein. Etwas Rhabarber gehört auch dazu. Für den feinen Geschmack Vanilleschote und Zimtstange. Und natürlich jede Menge Beeren. Die gefrorene Mischung kommt als Grundlage mit dem Rhabarber in die Soße. Etwas Fruchtsaft. Und ganz wichtig, Rotwein. Ja, die Kraft kommt aus dem Rotwein. Das Ganze jetzt 15 Minuten kochen und dann kommen die frischen Früchte rein. Dann darfst du aber nicht mehr kochen, weil sonst die frischen Früchte kaputt gehen. Ne? Durch die Wärme fallen dann diese zarten Beeren, würden sie dann zerfetzt werden und kaputt gehen. Ne? Dann wird püriert. Probieren wir mal schon mal die Soße. Hammer. Ja, ist perfekt, ganz lecker, richtig. Die frischen Früchtchen werden nur untergehoben. Die Blaubeeren. Die Brombeeren. Ganz hin. Ja. Die Erdbeeren. Und jetzt brauchen wir eine große Kelle. Jetzt müssen wir, damit wir die Früchte nicht zerstören, ganz vorsichtig am Rand von unten nach oben gehen. Jetzt gehen wir hin und probieren das mal. Das ist schon sensationell. Hast was gelernt, ne? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ganz lecker. Das ist, wenn zwei Meister in der Küche sind, ne? Dann kommt da auch was raus, ne? Das ist gut, Freund. Rote Grütze, Kabel 1.de. Alle Rezepte, alle Folgen, alle Best-ofs. Alle frisch. Was? Alle frisch. Alle frisch. Ja.